Guten Tag, mein Name ist Timo Schöniger, Saxophonatelier Göttingen. Ja, und heute soll es mal um das Einpassen von Polstern gehen. Das Ganze am Beispiel hier von Ricardas Saxophon, da sind wir jetzt soweit mittlerweile mit den ganzen Vorarbeiten fertig. Ja, viele denken ja eigentlich, wenn man so an eine Saxophon-Generalüberholung denkt oder überhaupt an Saxophonreparatur, dass hauptsächlich, und so habe ich auch früher auch gedacht, ist es eigentlich das Einpassen von Polstern. Das ist zwar richtig, aber es ist auch eine Menge an anderen Sachen. Und das ist auch das, was ich, es gibt ja so diverse Lehrbücher auch zu dem Thema, was ich daran eigentlich nicht gut finde. Gestern war wieder ein Kunde da, der sagte, er hat sich doch das alles durchgelesen. Dort wird von dem idealen Fall ausgegangen. Das heißt, also die Achsen sitzen richtig, es ist nichts verbogen, die Klappe läuft auf der Achse, es ist alles gerade. Der Deckel ist zum Beispiel gerade, das Tonloch ist gerade. Und also so weit sind wir jetzt bei dem Instrument hier auch. Das heißt, wir haben praktisch den idealen Fall. Die ganzen mechanischen Probleme sind gelöst und es geht jetzt wirklich um das Einpassen des Polsters. Ich zeige mal hier die Klappe. Also dazu zum Einpassen der Polster ist Folgendes zu sagen, oder finde ich immer wieder. Es gibt einfach, also ich finde, es gibt drei Methoden, wie man das machen kann. Mich wundert es immer wieder, dass, also ich benutze eine von denen, die ich gleich erklären werde, und es gibt noch zwei andere. Dazu sei einfach gesagt, man ist auch schnell dabei, den Leuten, die es anders machen als man selbst, vorzuwerfen, ist es nicht richtig oder so. Und ich finde also dann, das Ergebnis zählt. Das heißt, also zum Beispiel ein guter Bekannter von mir macht es ganz anders als ich, aber nachher hat er das Polster dicht und darum geht es einfach. Und in dem Moment finde ich es auch okay. Vielleicht einfach nochmal später auch ein Exkurs dazu. Ich zeige einfach mal jetzt, wie ich es so aus dem Bauch raus machen würde. Nochmal einfach diese Geschichte zum Polster einsetzen. Es ist wirklich so, dass man, finde ich, wirklich lange Erfahrung dazu braucht. Das ist einfach viel Gefühlssache. Ich mache den Film auch deswegen, weil ich heute Nachmittag ein Polster eingesetzt habe und mir überlegt habe, wie erklärt man das eigentlich? Und da habe ich gemerkt, ich habe einfach viele Handgriffe, die kann man nicht erklären, die kann man auch nicht in ein Buch schreiben, sondern die gleiche Diskussion habe ich vor 10 Jahren mit meinem Lehrmeister auch geführt, wo ich ihn gefragt habe, erklär mir es doch. Und da hat er genauso rumgeeiert. Also, das weiß ich, kann ich nicht. Und damals war ich irgendwie auch sauer, heute verstehe ich, warum er es gemacht hat. Gut, also das ist jetzt meine Methode. Und zwar haben wir halt hier die Klappe. Ganz wichtig ist, der Klappendeckel ist gerade. Das zeige ich jetzt mal nicht. Das haben wir vorhin geklärt. Oder ich zeige es doch mal. Ich habe ein bisschen schon vorgearbeitet. Also das ist, was ich vorhin gemacht hatte. Ich hatte das Polster schon mal eingeklebt. Tun wir mal so, als sei das nie geschehen gewesen. Also, ich habe ja gesagt, das Tonloch ist gerade und das haben wir wirklich vorhin gerade geschliffen. Das ist ganz wichtig. Also ich persönlich halte gar nichts davon. Es gibt ja zig Techniken, dass man auch in namhaften YouTube-Videos beschrieben. Es gibt Kollegen, die wirklich Polster an ganz krumme Tonlöcher anpassen können. Das Hut ab. Also meine Philosophie ist ein bisschen andere. Ich möchte gerne ein gerades Tonloch haben und ich möchte gerne erstmal einen geraden Klappendeckel haben. Ich mache das so, dass ich den Klappendeckel hier auf den Amboss lege und gucke einfach mal. Also der Amboss natürlich absolut plan, nicht irgendein Brett oder so nehmen. Und gucke mal, ob das wackelt. Das tut es nicht. Man kann da nochmal ein bisschen von außen gucken. Ja. Und also dieser Klappendeckel ist gerade. Das Problem ist immer, gerade, naja, ich wollte jetzt gerade sagen, bei Saxophonen aus Amerika, aber je mehr Leute schon mal rumgebogen haben an so einem Saxophon, dann ist einfach das Problem, dass die Deckel oft einfach nicht plan sind. Und eine Sache noch, und zwar, man darf nicht denken,
wenn Saxophone aus der Fabrik kommen, neu sind, dass alles gerade ist, ganz und gar nicht. Sondern ich frage mich auch warum, aber Tonlochkamine sind ganz oft nicht plan und Klappendeckel sind krumm, von anderen Dingen ganz zu schweigen. So, dann nehmen wir mal den Deckel und also ich klebe die Polster ein und zwar mit Schellack. Also da bin ich auch kompromissbereit, man könnte auch andere Sachen nehmen. Ich gebe zu, ich habe lange Jahre lang Heißkleber genommen. Aber man denkt ja auch, überdenkt hoffentlich seine Arbeitsweisen und bin wieder zum guten alten Schellack zurückgekehrt. Und jetzt ist der Unterschied zu einer anderen Vorgehensweise eine ganz große, nämlich ich möchte gerne das Polster möglichst, also ganz flach, ohne dass viel Klebematerial drunter ist, in den Deckel einkleben. Das heißt, ich gebe jetzt gleich Schellack drauf, nicht zu viel, nicht zu wenig, und dann drehe ich dieses Polster ein. Das heißt, es liegt komplett plan am Deckel. Den Schellack wirklich schön flüssig werden lassen. Und das Gute ist, dass wir mit einem Heißluftföhn auch nicht so schnell in die Gefahr kommen, da irgendwas anzubrennen. So, jetzt nehme ich das Polster, das ja vorher schon mal eingebaut war, aber tun wir mal so, als wäre es neu. Setze es hier auf. So, und dann drehe ich es richtig ein. Das heißt, es liegt wirklich richtig straff am Deckel an. Es kann dann sein, dass hier außen noch mal ein bisschen Schellack rauskommt, das ist sogar gut. Dann haben wir nämlich am Rand auch welchen. Man sagt ja immer, wo was rauskommt, ist auch viel drin. Dann kann man das einfach eben mal so abmachen. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Wenn zum Beispiel jetzt am heißen Deckel auch ein bisschen Schellack ist, ist alles kein Problem. Das können wir nachher abwischen. So, und jetzt wird es interessant. Jetzt haben wir praktisch das Polster eingeklebt in den Deckel. Es ist alles gerade. So, jetzt bauen wir praktisch die Klappe ein an die Stelle, wo sie hingehört. Wundert mich gerade, dass das Gewinde der Achse so kurz ist, aber das können wir jetzt nicht ändern. Was übrigens auch noch schön ist, wenn man an der Stelle sich weiße Handschuhe anzieht, weil man dann kein Problem hat mit der Hitze von der Klappe. Ganz wichtig, man baut es dann so ein, wie es auch nachher sein würde. Und vor allen Dingen, man setzt auch die Feder ein, vorausgesetzt, man findet seinen Federhaken. Also das heißt, wir bauen die Klappe so ein, wie sie nachher auch drin sein soll. Also genau so. So, und jetzt wird es interessant. Natürlich haben wir unser Lämpchen drin. Natürlich ist so eine LED-Leiste schön. Mir sind ehrlich gesagt gerade alle kaputt gegangen. Deswegen ist es einfach nur ein Lämpchen. Jetzt machen wir die Raumbeleuchtung mal ein bisschen weg. So, und jetzt wird es interessant. Also wir haben ein neues Polster. Wir haben die Klappe das erste Mal eingesetzt. So, jetzt gucken wir mal, wie das Ganze schließt. Vorführeffekt. Und es ist natürlich perfekt. Also normalerweise hätte man jetzt wahrscheinlich beim ersten Mal es gehabt, man drückt die Klappe an und es sieht ungefähr so aus. Also es passt nicht richtig. Ich hätte natürlich jetzt gerne gehabt, dass man viel justieren muss. Ganz wichtig ist in dem Fall nochmal, es sei gesagt, die Klappe, die Taste, also nicht die Klappe, sondern das Polster muss auf leichtesten Tastendruck schließen. Also dass man natürlich, wenn man da drauf latscht, ein Polster dicht kriegt, das ist überhaupt keine Kunst. Leichtesten Tastendruck, also ich habe es mit den Jahren ein bisschen drauf, also ich drücke wirklich nur ganz, ganz locker. Ich habe jetzt im Internet von jemandem gelesen, und ich weiß, dass Kollegen auch so machen, und zwar ist das diese Idee of First Touch. Das heißt, die führen nicht die Klappe langsam ran, sondern die machen einfach dieses, also ganz schnell und gucken dann, ob es dicht ist. Hat auch was. So, und wir sehen also,
Dieser Lichtschein, dieser Halbmond, wie ich immer sage, den man hätte, wenn das nicht dicht ist, haben wir nicht an der Stelle. Es passt perfekt. Es passt mir eigentlich jetzt an der Stelle nicht, weil dann kann ich nicht nacharbeiten. Aber ist egal. So, natürlich ganz wichtig, wir wissen jetzt, dass es vorne passt. Das heißt, wir gucken uns das Ganze von hinten an. Das wäre jetzt die Stelle. Da haben wir den Lichtschein. Und jetzt wirklich ganz, ganz genau gucken. So, und auch da passt es perfekt. Das, was wir jetzt noch so ein bisschen hell haben, das, ja, also es könnte vielleicht hinten, das ist aber jetzt wirklich Erfahrungssache, es ist super gut. Es könnte vielleicht hinten noch ein, also es ist vielleicht eine Kleinigkeit, die hinten fehlt. Aber wir drehen das Ganze nochmal um und resümieren mal. Also in diesem Fall haben wir wirklich Riesenglück gehabt, das, was ich eigentlich jetzt für das Video nicht wollte. Es passt perfekt. Aber diesen Fall hat man wirklich, wirklich kaum. Also ich muss überhaupt nichts nachregulieren. Vielleicht, da wir jetzt noch Zeit haben, an der Stelle einfach nochmal ein Wort zu diesem leichten Tastendruck. Also gestern war wieder jemand hier, der auch selber am Saxophon geschraubt hat. Und der hat da so richtig fest auf die Klappe gedrückt und hat gesagt, Mensch, es ist doch dicht. Und natürlich liegt da auch so der Vorwurf dann in der Luft, ja Mensch, du bist aber pingelig. Es gibt drei Gründe, warum eine Klappe, ah, wir können gleich noch was Interessantes machen, auf leichtesten Tastendruck schließen muss. Und das zwar ist einmal, dass man natürlich, wenn man Saxophon spielt, nicht mit viel Druck spielt, wenn man es richtig macht, sondern man legt den Finger einfach nur leicht drauf und dann muss die Klappe schon schließen. Das zweite ist, dass wenn wir natürlich schnell spielen, dann ist so eine, meinetwegen, wir spielen einen Lauf und dann ist diese Klappe, haben wir es im Bild, praktisch, das war wahrscheinlich weniger als eine Zehntelsekunde, kurz geschlossen und da kann man nicht mehr irgendwie nachdrücken. Sondern beim Lauf sieht das dann wirklich so aus. Und das Dritte ist, das hat mit dem ersten und zweiten zu tun, das heißt Trennschärfe. Und zwar, wir wollen keinen Unterschied haben, entweder diese Klappe ist auf oder zu. Das heißt, sie ist auf und in dem Moment, wo das Polster akkurat schließt, kommt sofort der nächste Ton. Es ist praktisch nicht so, dass man das Polster randrückt und man kann sich dann den neuen Ton so holen, sondern wenn man jetzt spielen würde, wäre es so, dass man den drüber liegenden Ton hat und paff hat man den nächsten. Also das sind die drei Kriterien, warum ein Polster auf leichtesten Druck passen sollte. Und es gibt einen ganz heftigen Test, den können wir jetzt mal durchführen. Und zwar früher sagte man, dass ein Polster ohne Federdruck schließen muss, wenn ein 5-Mark-Stück schon lange hier drauf liegt. Und noch heftiger ist natürlich die Idee, dass es vom Eigengewicht schließt. Das können wir jetzt als letztes nochmal machen. Bin mir nicht so ganz sicher, ob es wirklich diesen Test besteht. Und zwar nehme ich mal die Feder raus. So. So. Und wir halten das Ganze mal an die Waagerechte. Nehme das mal hier runter. So. Also das heißt so. Und da sehen wir, machen die Klappe mal auf und lassen sie vom Eigengewicht zugehen. Jetzt bin ich mal gespannt. Gut, übrigens haben wir da noch ein bisschen Spannung drauf. Da müssen wir uns nochmal drum kümmern. Aber ich mache es jetzt mal ein bisschen runter und, also es ist wirklich perfekt. Also sie liegt wirklich vom Eigengewicht. Das bisschen Widerstand liegt daran, dass irgendwas mit der Achse nicht stimmt. Das machen wir noch. Aber runter damit und perfekt. Okay. Also das war dieses Polster. Und ich hoffe mal, dass wir im nächsten Video dann eins haben, was wir viel mehr nachjustieren müssen, denn das ist das, was wirklich interessant ist. Also bis dann.